Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, eine neue Woche beginnt und wie immer montags eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Irene ist meine erste Gesprächspartnerin heute Nacht, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Irene. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe also vor ein paar Tagen die Frau getroffen, mit deren Mann ich vor ein paar Jahren mal ein Verhältnis gehabt habe. Mhm. Und irgendwann ist es dann eingeschlafen und naja, es gibt halt so gemeinsame Verbindungen aus einer ehemaligen Firma, in der ihr Mann und ich zusammen gearbeitet haben und auch gemeinsame Freunde aus der Zeit. Und naja, also ehrlich gesagt finde ich die Frau sehr sympathisch und in der Zwischenzeit hat ihr Mann sie also nun verlassen und wohnt mit einer anderen Frau zusammen und sie trauert ihm immer noch irgendwie nach und ist, naja, ich will nicht sagen naiv, aber so ein bisschen arglos. Mhm. Und naja, sie hat mich nun auch angesprochen, ob ich mit ihr vielleicht mal ins Konzert oder ins Theater oder ins Kino gehen mag und so. Das war eine zufällige, ein zufälliges Treffen, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid. Ja. Und naja, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann, ohne dass ich hier irgendwann wirklich mal sagen muss, der Typ ist wirklich nicht wert, dass du ihm nachtrauerst. Der hat dich nach Strich und Faden betrogen. Ach, die weiß das gar nicht, dass du mit dem mal was hattest? Nein. Ach so. Nein, die weiß das gar nicht. Also ein ganz kurioser Zufall jetzt, ne, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid. Ja. Woher kanntest du sie überhaupt? Ich hatte sie mal in der Firma gesehen mit ihrem Mann zusammen. Und wie habt ihr euch jetzt kennengelernt? Über eine gemeinsame Bekannte. Achso, also wirklich alles so zu, ein Zufall jagt den anderen. Quasi. Aber sie ist, sagtest du doch gerade, mit ihm jetzt gar nicht mehr zusammen im Moment. Sie jammert ein bisschen oder ist traurig, jammert klingt so negativ. Sie ist traurig. Hat sehr viel Zeit mit ihm verbracht und sie ist traurig, also sie ist schon sehr geknickt. Ja. Und das tut mir ja nun irgendwie auch wieder leid, ne? Ich weiß am besten, dass er das irgendwie gar nicht weiß. Wie lange hattest du denn mit diesem, ihrem ehemaligen Freund ein Verhältnis, während sie mit ihm zusammen war? Ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes Jahr, das ist eine lange Zeit. Und du warst informiert über deren Beziehung, sie wusste natürlich nichts von dir. Richtig. Wie lange liegt das jetzt zurück? Drei Jahre. Oh Gott, diese arme Frau, die fällt aus allen Wolken, wenn du ihr das erzählen wirst oder würdest. Ja. Ich überlege jetzt gerade. Andererseits, die Beziehung ist offensichtlich kaputt. Sie trauert aber noch. Vielleicht könntest du sogar dieser Frau helfen, indem du ihr jetzt die Wahrheit sagst. Das heißt, dann würde ihr unter Umständen der Abschied von dieser Beziehung noch einfacher fallen, wenn ihr klar wird, wie dieser Mann sie belogen und betrogen hat. Weißt du, ich denke halt so, wenn ich ihr das wirklich gerade heraus sage, dann ich habe nichts zu verlieren, ich weiß es. Mhm. Aber sie trauert ihm womöglich noch Jahre nach und selbst wenn ich dann eine angehende Freundschaft oder wie auch immer verliere und sie mich nie wieder anguckt. Nee, er weiß, was auch noch ein Aspekt ist, finde ich, Irene. Wenn sich, nehmen wir mal an, es entwickelt sich zwischen euch beiden jetzt so eine ganz gute Bekanntschaft, vielleicht sogar eine Freundschaft. Dann steht dieses immer zwischen euch, wenn du das nicht sagst. Das ist mir auch klar. Und du hast nichts zu verlieren und sie hat auch nichts zu verlieren. Sie erfährt die Wahrheit und eigentlich kann das nur für sie gut sein. Also sag es ihr. Sag es ihr. Meinst du? Ja, finde ich schon, ja. Echt? Finde ich ja. Wie lange ist die denn jetzt von dem getrennt? Ist das noch sehr frisch, der Schmerz? Oder läuft das schon ein Jahr oder wie lange? Also ich habe nur mitgekriegt eben von dieser gemeinsamen Bekannten, dass er wohl schon mal ausgezogen war und dann aber noch wieder zurückkam und dann aber doch Knallauffall, also so von heute auf morgen ausgezogen ist. Und wann war das? Weiß ich nicht genau. Also Dreivierteljahr vielleicht, halbes Dreivierteljahr. Ja. Ich finde, du sollst es ihr sagen. Ich finde schon.
Na gut. Ja, man ist da am Überlegen, klar. Ja, ja, klar, das ist nicht so einfach. Nee, nee. Das ist eine fiese Situation, in die habe ich mich ja nur mal selbst gebracht, aber... Ja, und da du sie damals nicht kanntest, trifft dich ja auch gar keine Schuld. Du wusstest zwar, dass er in einer Beziehung ist, na gut, aber das ist ja sein Handeln gewesen damals. Schlimmer wäre es, wenn ihr damals auch schon Bekannte oder Freundinnen gewesen wärt. Na, ja. Dann wäre es natürlich für dich eine sehr peinliche Situation. Aber so kannst du ihr vielleicht wirklich helfen und das sogar im Nachhinein noch mal ein bisschen gut machen, indem du ihr jetzt das sagst und sie kommt besser dadurch von dem Mann los. Hm. Ne, ich glaube, das ist das Argument, das Hauptargument schlechthin. Ja, mach mal. Dann werde ich das mal tun. Jo, mach mal. Wiederhören. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Sexfalle. In der Sexfalle. Wer von euch war oder ist in einer Sexfalle? Sexfalle, was ist das? Das kann sein, dass man sexsüchtig ist, dass man eine verhängnisvolle Affäre vielleicht hat. Das kann sein, dass man jemandem einen Treuetest unterzogen hat und es ist alles schiefgelaufen. Oder verrückt nach einem Fetisch ist und. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen, wie man in eine Sexfalle geraten kann oder was das überhaupt so ist. Thema morgen, Sexfalle heute Nacht, Freithemennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Nächster Anrufer ist, ich frage meine Regie, Marianne. Marianne, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend, Domian. Ja, Marianne, ich grüße dich. Ja, mein Thema ist, ja, ich bin am Donnerstagabend in einen Raubüberfall hereingeraten. Ach du lieber Himmel. Letzte Woche Donnerstag? Letzte Woche Donnerstag. Was ist genau passiert? In einem kleinen Nebenort, wo ich wohne. Ich war auf der Bank und gehe gegenüber ganz leger, schaue mir meine miesen Kontoauszüge mal wieder an. Und du ahnst es nicht, geht die Alarmanlage los. Warst du direkt in der Bank drin? Nein, ich war nicht in der Bank drin. Ich war gerade draußen und da ging die Alarmanlage los. Mhm. Es waren vier Männer in dieser Bank drin. Ach, du standst vor so einem Automaten, der die Kontoauszüge ausdruckt. Ja, gerade vor der Tür. Ich war gerade raus. Mhm. Und mhm. da ging die Alarmanlage los und drehe mich direkt instinktiv um und denke, die Bank wird überfallen. Ja. War aber dem nicht so und gehe dann weiter und denke, naja, irgendein Fehlalarm oder was, gehe weiter in so einen Kioskladen rein und da kommt mir da so ein junger Mann entgegen, der mich umrempelt, ich halte ihn noch fest und sage, kannst du nicht aufpassen, du Dummkopf, und sehe in dem Augenblick, dass er eine Waffe in der Hand hat. Das war vor der Bank oder schon vor dem Kioskladen? Ja, das war direkt gegenüber. Wo kam der Mann jetzt hin und wo kam er her, wo lief er hin? Er kam aus dem Kiosk raus, aus dem Kiosk, wo ich rein wollte. Ja. Ja, und dann hielt ich ihn fest. Ach, Moment, wieso ging denn die Alarmanlage in der Bank an? Und nee, das war der Kioskladen, der Ach die Alarmanlage so. Und du dachtest, das, ich verstehe, ich dachte, das wäre die Bank gewesen. Ja, eben, drehte ich mich ja um. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall hielt ich ihn fest. Ja. Und zwei ältere Männer waren auch noch drin und hielten ihn dann von hinten fest. Du hast den Räuber festgehalten? Ja, stell dir das mal vor. Ich bin Marianne. Wirklich, Aber eine mutige Frau. Ja, eine mutige Frau. Mann. Ja, ich habe immer solche Sachen. Ne? Das hier war die absolute Krönung, die mir bis jetzt passiert ist. Erzähl uns noch mal genau, wie der aussah. Wie stand er vor dir? Ja, er hatte ein normales Sweatshirt mit Kapuze an, ein junges Kerlchen noch und ich sagte, ich war also sehr unscheinbar, ne? Mhm. Und in dem Moment, ich ihn auch festhielt, sagte er auch direkt, Mensch, ich glaube, ich habe jetzt Scheiße gebaut. Ach. Brauchst keine Angst vor mir zu haben, ich habe die Waffe nicht geladen. Mhm. Er steckte dann die Waffe wieder in die Jacke, in dem Moment hörte ich auch schon, wie die Polizei kam, die war auch ein paar Ortschaften weiter, also das ging ruckzuck. Mhm. Und da wollte er wieder weglaufen. Und da hielt ich ihn dann noch an der Jacke fest und habe gesagt, hör mal, sei jetzt nicht dumm, du machst alles nur noch schlimmer. Ja. Das hat alles keinen Zweck. Ja. Da blieb er aber auch direkt stehen. Weil da waren ja noch zwei Männer, die ihn auch festgehalten haben. Ja, zwei ältere Männer, die in diesem Kioskladen waren. Ne? Ja. Ja, und da hielt ich ihn dann fest, bis die Polizei kam. Die habe ich dann direkt informiert. Mhm. Er hätte eine Waffe. Die schmissen ihn dann direkt auf den Boden. Mhm. Und hielten ihn fest und in dem Moment fiel dann auch die Waffe auf den Boden. Und stimmte das, dass die nicht geladen war? Die war nicht geladen. War aber eine echte Waffe? Es war eine echte Waffe. Eine echte Waffe. Ja, ja. Er hätte die von seinem Vater geholt und er war aus dem Nebenorten, hätte Geldnot. Wie alt war er ungefähr? Ja, ich schätze so 17.
17. 17? Ja, ja. So ein kleiner Kerl noch. Ein kleiner Kerl, ja, aber sehr mutig anscheinend. Nee, du warst die Mutige. Ich war die Mutige. Mensch, du bist eine Heldin, das ist ja unglaublich. Da kommt jemand raus mit einer Waffe in der Hand und du hältst den fest. Jeder, fast jeder auch gestandene Mann, wird zur Seite gegangen und hätte ihn laufen lassen. Jürgen, ich... Was man ja eigentlich auch tun sollte, ne? Ja, man sollte... Ja, weil die Gefahr viel zu groß ist, für irgendwie für ein paar Mark 50 da das Leben zu riskieren, ne? Es geht darum, man du siehst in einem Schockzustand, weißt du wirklich nicht, was du tust. Ja, ja. Es ist Wahnsinn, es kommt einem alles erst hinterher. Auf dem Weg nach Hause musste ich kurz anhalten, mir haben die Knie geschlottert. Das glaube ich. Ich war fix und aber fertig. Ich glaube, dass du von der Anlage her eine mutige Frau bist. Wenn man spontan so reagiert, ist man auch kein Schisshase. Dann ist man mutig. Ach nee, Schisshase bin ich nicht. Bist du nicht, ne? Hör mal, es ist aber auch sehr, sehr lustig, aber auch schon sehr, sehr nett irgendwie wieder in dieser ganzen Geschichte, dass er sofort in dem Moment sagt, wo du ihn festhältst, Mensch, ich habe Scheiße gebaut. Ja. Ne? Also es kam ihm, wie er die Sirene von dem Polizeiwagen hörte, kam es ihm erstmal bewusst, dann war er gemacht. Ah ja, aber das wird ihm sicher vielleicht ein bisschen mildernde Umstände bereiten, dieser Satz könnte ja sein. Ja, auf jeden Fall. Wie viel hat er denn da rausgeholt aus dem Kiosk? Gar nichts. Gar nichts? Nein, und zwar hat der Kioskbesitzer so laut geschrien, er sagte, ich hatte einen Tag vorher noch eine Zeitung gelesen, da steht drin, um einen Einbrecher zu verunsichern, soll man schreien wie am Spieß. Kann aber auch nicht. Da habe ich geschrien, was das Zeug hält, dann hat er Angst gekriegt und ist abgehauen. Ach so, und dann in deine Arme gelaufen. In meine Arme. Da kam er vom Regen in die Traufe, ne? Er kam vom Regen in die Traufe. Ja, heute bin ich nochmal zu dem Kioskbesitzer hingefahren, habe ihm gefragt, wie es ihm geht. Ja. Und da hat er gleich gesagt, ja, ach, das ist aber schön, dass Sie nochmal kommen. Die Polizei hat mich auch noch ein paar Mal angerufen. Ich meine, für den war das ja auch ein Schock, ne? Wenn da jemand mit einer Pistole vor dem steht. Das war ein alter Mann. Ne? Ja, ja, das ist schon. Hochzuckerkrank und die Polizisten hätten sogar noch nachgefragt, wie es ihm geht. Hatte er eigentlich, das habe ich am Anfang nicht richtig mitbekommen, weil ich das noch nicht verstanden habe, ob das in der Bank war oder im Kiosk und darüber nachgedacht habe, hatte er eine Maske auf oder war das Gesicht ganz klar zu sehen? Nein, eine Skimütze und eine Kapuze vom Sweatshirt. Achso, also das heißt, das Gesicht hier unten war zu sehen. Also, wie er dann rauskam und neben mich stellte, zog er von sich ganz alleine die Kapuze auch runter. Naja, also ein relativ harmloser. Gangster. Hoffentlich, hoffentlich ist ihm das eine Lehre und dass das für ihn nicht nochmal vorkommt. Das kann ich dir sagen. Ne? Mein Gott. Nee, unsere Marianne, wie sie sich da vorstellt. Mann. Ja, Jürgen, so geht das. Wenn du einen Schockzustand hast, weißt du nicht, was du tust. Nein, in dem Fall ist es natürlich schon gefährlich, wenn man sowas macht. Aber was ich ganz toll finde, und ich glaube, da wärst du, glaube ich, auch so ein Typ, wie du mir so scheinst, wenn Menschen in der Bahn angegriffen werden oder so, und dann muss man denen helfen oder man muss etwas unternehmen. Und das finde ich so schlimm, wenn dann alle weggucken oder gar weggehen, ne? Und das Opfer da alleine gelassen wird. Ja, genau. Ja. Gut, ja, Marianne, also... Das war schon wieder ein Story aus meinem Leben. Aus deinem bewegten Leben. Ein sehr bewegtes Leben. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Ja, wiederhören. Wenn es noch möglich ist, darf ich meinen Sohn, der Nachtdienst hat, auch noch ganz lieb grüßen. Du darfst das. Hallo Jörg, hier ist deine Mama. Ich wünsche dir alles Liebe. Wo arbeitet? In Lagau grüße ich. Was macht der Jörg denn? Wo arbeitet er? Der Jörg arbeitet als Sicherheitsbeauftragter bei Eckes. Bei Eckes? Ist es da, wo es den leckeren Likör gibt? Genau. Da. Na gut, also schöne Grüße an Jörg. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Jürgen. Paul, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Paul. Oh, du klingst aber sehr ernst. Ja. Was ist los? Die Sache ist mir ernst. Ja, erzähl, was ist los? Ich bin Phobie-Patient. Mhm. Phobiker. Ja. Nennt man sie auch. Im Besonderen im Zahnarztbereich. Das heißt, Phobie heißt, dass man eine Angst hat, ne? Eine besondere Angst vor etwas Bestimmten. Und bei dir ist es vor dem Zahnarzt. Ja. Darf ich mal fragen, du bist 43 Jahre. In welchem Alter du das letzte Mal beim Zahnarzt warst? Vor 17. Vor 17. Ja. Ich möchte nicht in deinen Mund gucken. Doch, ich möchte eigentlich schon. Nein. Wie sieht das in deinem Mund aus? Ich will es nicht beschreiben. Doch, beschreib's. Nein, das ist beschämend. Mhm. Wie viel Zähne hast du überhaupt noch? Oder wie viele sind rausgefallen? Wie viele Zähne habe ich noch? 9 oder 10 oder 12. Mhm. Ich will es noch nicht zählen. Und die anderen sind alle so weggefallen? Ja.
dann musst du doch auch immer und immer wieder Höllenschmerzen gehabt haben, oder? Nein. Nein? Nein. Vielleicht habe ich sie gehabt und habe sie aber verschoben, verdrängt. Ich weiß es nicht. Putzt du dir denn die Zähne? Ja. Das schon? Ja. Mhm. Vor 17 Jahren das letzte Mal beim Zahnarzt. Wie war das da, als du das letzte Mal beim Zahnarzt warst? Da bin ich abgehauen. Was sollte da gemacht werden? Es wurde geröntgt. Mhm. Und dann sollte ich wiederkommen und so. Das war's dann auch. Also da sollte irgendein besonderer Eingriff vorgenommen werden und vor dem hattest du so eine Angst? Ja. Aber jetzt, wie du das jetzt so erzählst, auch mit so einem schweren Atmen, scheint dich das ja enorm zu belasten. Ja, es steht was ins Haus. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich weiß nicht, ob ich vorher wieder diesen Ausbruch mache. Was steht denn ins Haus? Eine OP. Eine Mund-OP, Zahn-OP? Ja. Und wer hat das entschieden? Das heißt, das muss doch irgendein Arzt gesehen haben, da muss doch jemand da reingeguckt haben. Ja, ich habe mich nach 17 Jahren getraut, dahin zu gehen. Mhm. Kürzlich. Durch eine Empfehlung. Achso, das heißt, du warst kürzlich doch nach diesen 17 ja. Jahren zum ersten Mal beim Zahnarzt. Ja. Wann war das? Letzte Woche. Und hab mir was ganz Tolles dann, hab gesagt, Mensch, du bist hier. Natürlich war ich halb tot. Das kann man sich nicht vorstellen. Das muss ja schon für dich eine irre Überwindung gewesen sein, überhaupt in diese Zahnarztpraxis zu gehen. Oder? Ja. So, dann bist du da hingegangen mit schlagendem Herzen und irgendwann lagst du dann auf diesem Sessel. Ich war tot. Was hat der Zahnarzt gesagt, als der in deinen Mund geguckt hat? Der hat nicht viel gesagt. Wir wollen mal loslegen. Obwohl ich vorher ausgefüllt habe, Phobie-Patient und so weiter. Mhm. Und dann? Die Spritze versteckt in der Hand und hat getan, als wenn er nachguckt. Und dann bin ich abgehauen. Hat er die Spritze noch setzen können? Hast du die noch keine Chance. Also als du die Spritze gesehen hast, bist du aufgesprungen von dem Sessel und... Unten durch und weg. Und dann hat er mich fertig gemacht. Achso, er hat ja noch mit dir geredet, das schon. Ja, aber im Vorraum, wo alle Patienten das hören können. Und So, und nun sagst du, es steht wieder etwas an. Heißt ja, das, ich war ja völlig gelähmt. Hab den OP-Termin unterschrieben. Bei diesem Arzt wieder? Das war der erste, den ich je gesehen habe wieder. Und der steht Freitag an. Diese Woche Freitag. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kannst du mir beschreiben, was deine Angst, diese große Angst ausmacht? Warum du so eine Angst hast vor dem Zahnarzt? Im tiefsten Innern weiß ich selber nicht. Weil so ganz, ganz objektiv gesehen ist das ja heute nicht mehr so schlimm. Ne? Man kriegt die Betäubungen, es ist irgendwie so ein bisschen unangenehm, aber es tut ja nicht mehr weh. Mir bleibt es nicht nur beim Zahnarztbesuch mit Betäubung und Bohren. Das ist schon heftiger. Weißt du, was mich wundert, dass du nach 17 Jahren zum ersten Mal zu diesem Arzt überhaupt gegangen bist? Wer hat dich denn da so gedrängt, das zu tun? Naja, meine Frau. Ich habe es dann aber auch gemacht. Das war die Hölle. Ja. Also du bist verheiratet, hast Kinder auch? Zwei Kinder. Und schämst du dich auch für für deinen Mund? Das heißt, du lachst kaum und wenn dann mit verkniffenem Mund. Ja. Hast du auch starken Mundgeruch? Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber immerhin putzt du dir die Zähne und dann kann man ja ein bisschen... Mensch, Paul! Ich weiß noch nicht, ob ich dem jetzt vertrauen kann, weil ich habe meine Strafe nochmal gekriegt. Was hast du? Also... Das war wie in der Kindheit. Der Zahnarzt hat mich damals schon runtergeputzt. Und jetzt dasselbe. Lass mich noch mal fragen, in Kindheit oder Jugend, so frühe Zeiten. Wann,
Wann fing das denn an bei dir, dass du so eine Angst vor dem Zahnarzt hast? Wirklich schon als Kind? Ganz normale Füllung. Mhm. So wurde ich zum Zahnarzt geführt. Der Vater hat gesagt, so, Zahnarzt, mach bitte. Mhm. Wenn er nicht pariert, du weißt, was du zu tun hast. Und der Vater ist weggegangen. Oh je. Das ist so im Schulalter, 7, 6, 7, 8. Ja, wir sind ja ungefähr gleichaltrig, wir beiden. Das heißt, ich kann mich auch gut an die Zeit erinnern. Und das war wirklich kein Zuckerschlecken, früher zum Zahnarzt zu gehen. Nein. Das war wirklich unter Umständen die Hölle. Ne? Das verstehe ich gut. Das heißt, du hast da schon schlimme Erfahrungen gemacht mit, ja, mit Zahnärzten. Ja. Und da habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder, wenn ich erwachsen bin. Mhm. Und das habe ich auch eingehalten im Prinzip. Aber heute habe ich natürlich das Nachsehen. Ja, natürlich, ja klar. Das wie viel Mal auch ein. Überhaupt in deinem Leben, wie viel Mal warst du beim Zahnarzt? Dreimal? Naja, 10 Mal wären schon gewesen. 10 Mal, mhm. Ja. Weißt du, was mich gerade so ein bisschen stutzig gemacht hat und auch geärgert hat, wenn du diesem Zahnarzt, man muss ja vorher sowas ausfüllen, wenn man frisch zu einem Arzt geht, und wenn du da drauf schreibst, ich leide unter einer Phobie, dass er dich austricksen wollte mit der Nadel, mit der Spritze. Dann ärgert es mich auch, finde ich, so darf man sich als Zahnarzt nicht verhalten, dass er dich fertig gemacht hat vor anderen Leuten. Ja, an der Rezeption. Ja, das ist auch nicht in Ordnung. Ja, jetzt steht der Termin an. Ja, also ich weiß nicht, ob ich diesen, ich weiß es nicht. Also ich würde dir das mal so ganz spontan, ich möchte gleich, dass du mit meinem Psychologen einmal redest, aber aus meinem Gefühl heraus würde ich dir raten, diesen Termin abzusagen und dir wirklich einen Zahnarzt deines Vertrauens zu suchen. Es gibt so wunderbare Zahnärzte, die auch ganz einfühlsam, gerade mit Patienten. Die habe ich schon versucht zu finden übers Internet und so weiter. Es gibt keine. Doch, die gibt es schon. Die vielleicht sogar unter Narkose oder Vollnarkose arbeiten, damit der Patient das nicht wahnsinnig wird. Dieser Mann scheint nicht sehr sensibel zu sein, mit dem du es da zu tun hast. Obwohl er einen Doktortitel trägt. Ach, die kannst du doch an die Wand kleben. Ich finde, natürlich musst du schleunigst in zahnärztliche Behandlung, super schnell. Das weiß ich. Ja. Und deswegen habe ich auch den Termin wahrgenommen. Ja. Bloß, dass ich dann... Aber wenn du jetzt mit so einer Angst dahin gehst und auch kein Vertrauen in diesen Arzt hast, habe ich Sorge, dass es dir wirklich nicht zugutekommt, das Ganze. Wir machen mal Folgendes. Mein Psychologe, der Johannes, der hat dieses Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Mit dem unterhältst du dich jetzt mal. Okay. Und ich hoffe, ich weiß nicht, wie weit er jetzt ausgestattet ist mit Adressen auch von Ärzten, von Zahnärzten, die gerade mit solchen Patienten sehr gut umgehen. Vielleicht hat er solche Adressen. Dann wird er dir eine geben in deiner Umgebung. Und ansonsten hat er vielleicht noch eine andere Idee, wie du dich verhalten solltest. Okay. Ich finde gerade, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, dass man, wenn man dann so einen Schritt wagt und Respekt, dass du das jetzt tust, dass man dann aber auch Vertrauen zu dem Arzt haben sollte. Unbedingt. Ich habe dasselbe erlebt wie vor. Eben, das ist ja schlimm. Du müsstest jetzt zu einem Arzt kommen, wo du sagst, Mensch, der ist toll. So einen hätte es mal früher geben sollen. Ne? Ja. Sowas wünsche ich dir. Paul, du legst bitte auf. Okay. Wir rufen dich gleich wieder an. Oh, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, der Arme, der war ja wirklich ganz fertig. Mann. Johannes hat das mitgehört. Ich sehe ihn, ja, okay. Julia, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Julia. Oh, auch ein schweres Atmen. Hm. Was ist denn los, Julia? Ich habe jemandem was gesagt und es ist alles doof gelaufen. Du hast jemandem etwas gesagt? Hm. Und das ist doof gelaufen? Hm. Erzähl mal genau, was dahinter steckt. Ich habe einen sehr guten Freund. Hm. Ich kenne ihn jetzt fast ein Jahr, 11 Monate ungefähr. Mhm. Und dann habe ich den heute gesagt, dass ich ihn liebe. Heute? Mhm. Heute Nachmittag? Heute Abend. Heute Abend. Mhm. Und? Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn man das jemandem sagt. Ja, aber... Ja, er mag mich wohl, aber nur halt eben... Wie er gesagt hat, ist er noch nicht. Ist er im Moment, mir fällt das Wort nicht ein, noch nicht in der Lage dazu. Also er ist noch nicht in der Lage dazu, dich zurück... Dann,
ja, wieder eine neue Beziehung einzugehen mit jemandem. Wie alt ist er denn? 26. Und er hat sich gerade getrennt von seiner Freundin? Von einer schon länger her. Wie lange? Ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Und du sagst, du kennst ihn ein Jahr. Mhm. Lief denn da schon etwas zwischen euch beiden oder war es nur so eine Bekanntschaft oder Freundschaft? Nee, vorher lief noch nichts. Gar nichts? Noch gar nichts. Also kein Händchen halten, kein Küsschen, gar nichts? Nichts, gar nichts. Gar nichts. Aber in dir ist so allmählich dieses Gefühl gewachsen, Mensch, den hast du schon sehr gerne. Das ist mehr als Freundschaft. Ja, das hat ja auch einen Grund. Ich meine... Welchen Grund hat das? Das ist immer wieder seit langem einer. Oder hat jemanden, den ich wirklich liebe. Gut, das hat sich dann so ergeben, dass du das empfunden hast. Jetzt hast du ihm das heute gebeichtet oder offen, was heißt gebeichtet? Du hast ihm das offenbart. Und er hat reserviert darauf reagiert. Und ist gar nicht... Er hat gar nichts gesagt und dann hat er gesagt, dass er sich geschmeichelt fühlt. Gut, das fühlt sich jeder von uns, wenn man hört, dass man geliebt wird. Aber er hat nicht zurückgesagt, ich habe dich auch lieb. Das hat er nicht gesagt. Er hat mich wohl lieb, aber er liebt mich nicht. Das hat er so klar ausgedrückt. Ja, also er mag mich wohl, nur halt eben, er möchte noch keine Beziehung eingehen, weil die andere halt eben, da ist irgendwie was vorgefallen. Ich weiß nicht genau, was da alles vorgefallen ist. Auf jeden Fall war das für ihn halt eben nicht gerade leicht. Und dann. Und das ist natürlich jetzt für dich ein Misserfolgserlebnis, ne? Und du bist traurig. Ja, auch. Und ich meine... Klar, wenn man schon so einen Mut hat und sagt jemand, ich hab dich lieb oder ich liebe dich, dann wünscht man sich natürlich auch, dass man den gleichen Satz zurückgesagt bekommt, klar. Das war ja seit langem jemanden, den ich ja wirklich wieder vertraut habe. Ich meine, jetzt ein Mann generell, weil ja, ich habe mal nicht gute Erfahrungen gemacht und dann... Was heißt das, du hast nicht gute Erfahrungen gemacht? Mit dem Ex, den ich vorher hatte. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ein halbes Jahr vielleicht. Alles Jahr. Ja, war der auch so älter oder in deinem Alter? Ungefähr in meinem Alter. Und was hast du da für schlechte Erfahrungen mit dem gemacht? Ja. Er hat versucht... Hat er was Schlimmes gemacht mit dir? Was hat er denn gemacht? Erzähl mal, Julia. Er versucht mich zu vergewaltigen. Was ist da genau passiert? Wo war es erstmal? Ich war bei ihm und... Bei ihm zu Hause? Ja, und... Und was wollte er? Wie ist das genau dann... Was ist da genau vor sich gegangen? Wir wollten eigentlich Fernsehen und einfach nur da liegen und dann... hatte er aber vorher schon Alkohol getrunken und dann wurde er aufdringlich halt und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich nicht möchte. Hattet ihr denn vorher schon miteinander geschlafen mal? Nein. Nein. Das nicht. Und ich wollte auch noch nicht. Und so schon gar nicht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich das nicht möchte. Und dann fing er halt immer wieder an. Und ich habe ihn dann halt eben auch leider darauf hingewiesen, dass er das bitte sein lassen soll. Und dass ich das so nicht möchte. Ja. Und dann hat er einfach immer weitergemacht. Hat er dich ausgezogen? Oder... Hat er dich mit Gewalt ausgezogen? Ich habe mich gewehrt. Ich habe mich doch gewehrt, Tonia. Also richtig gewehrt. Das war ein richtiger, fast ein Kampf. Ich wollte das doch nicht. Ich wollte das doch nicht. Wie weit ist es denn dann gegangen? Wie weit hat er denn was gemacht? Ist er in dich eingedrungen? Mhm. Aber fast. Ich habe mich doch gewehrt. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Und wurde er da nicht immer böser, als du dich gewehrt hast? Natürlich. Und wie ist es dir dann gelungen, ihn doch davon abzuhalten, dass es dann endgültig tut? Ich wollte das nicht, Domian. Ja, aber er hätte ja... Ich wollte das doch nicht. Also du hast ihn richtig weggestoßen von dir.
Ich weiß doch nicht, was ich sonst tun sollte. Mhm. Ich wollte das doch so nicht. Und wie endete das dann? Hast du dich schnell angezogen, bist weggelaufen oder wie war's? Ich bin einfach so schnell wie möglich da raus. Mhm. Wart ihr allein in der Wohnung oder wohnten seine Eltern da auch? Oder waren die zu Hause? Die waren nicht da. Die waren nicht da. Hast du auch geschrien, während er das gemacht hat? Ich habe halt immer wieder geschrien. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass er es doch sein lassen soll. Und er meinte nur, ich solle lockerer werden. Mhm. Was ist denn dann danach geschehen? Dann bist du nach Hause gelaufen? Ich konnte nicht nach Hause. Oder wohin bist du gegangen? Einfach so durch die Gegend, keine Ahnung. Wohin. Ja. Hast du es irgendjemandem erzählt? Nur mein Freund jetzt, dem jetzigen, den du seit einem Jahr kennst. Ja. Aber damals zu deiner Mutter oder der besten Freundin und so hast du es nicht erzählt? Ich konnte das nicht. Wie lange liegt das jetzt zurück, dieser Vorfall? Zwei Jahre vielleicht. Ach, so lange schon. Da warst du erst 14 und er auch so, 14, 15. 16 vielleicht, ich weiß. Achso, er war 16 dann. Mhm. Mhm. Hast du ihn dann da spät danach nochmal gesehen und Kontakt mit ihm gehabt? Er kam nach an und meinte, ich soll ja nicht jetzt sauer sein oder so. War ja nur Spaß, hat er gesagt. Aber für dich war das kein Spaß? Das ist doch kein Spaß, oder? Mhm. Nein, das ist kein Spaß. Hast du dann die Beziehung beendet mit ihm? Mhm. Natürlich. Was soll ich denn sonst tun? Mhm. Ich lieb ihn doch nicht mehr. Mhm. Ich mochte ihn auch nicht mehr danach. Du hattest vorher auch noch nie irgendwelche sexuellen Erfahrungen mit Jungs gehabt. Mhm. Mhm. Und dann ist das natürlich wirklich sehr schlimm, wenn das erste Mal mit so einer Brutalität auf ein Mädchen zugegangen und eingegangen wird. Und da ist mir sehr verständlich, wie schlimm das für dich ist. Und danach hast du keinen Jungen, mit keinem Jungen mehr was gehabt? Nein. Nee. Und hast dich jetzt so ganz allmählich in diesen 26-Jährigen verliebt und verguckt? Und umso trauriger bist du jetzt, dass er dich auch nicht so lieb hat, wie du ihn lieb hast? Mhm. Mhm. Wie hat er denn darauf reagiert, als du ihm das erzählt hast, der jetzige Freund, dein Bekannter? Er war geschockt. Mhm. Sauer, wütend. Mhm. Er hatte mal gesagt, dass er das nicht fassen kann, wie jemand sowas machen kann. Mhm. Und er meinte halt, das wäre halt eine Beleidigung auf alle anderen Männer, die das halt nicht tun, weil die halt eben nicht so denken. Mhm. Dass es halt eben ziemlich scheiße ist, was er gemacht hat. Und halt eben auch nicht gut. Ist das denn so weit gekommen damals bei dieser Vergewaltigung oder bei der Fast-Vergewaltigung, dass dein damaliger Freund ein Orgasmus noch hatte auf dir oder über dir? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Hm. Obwohl es zwei Jahre zurückliegt, ist es dir so, so schmerzlich in Erinnerung, ne? Und so präsent alles. Mhm. Hm. Was der Julia mit der Sache, die heute jetzt vorgefallen ist? Mhm. Das ist zwar traurig sowas, aber eigentlich ist es auch gut, dass er die Wahrheit gesagt hat. Natürlich. Ne? Erstmal ist es gut, dass du dich getraut hast, es ihm zu sagen. Das finde ich immer toll, wenn man das macht. Aber wenn er dich im Moment nicht liebt, so wie du ihn liebst, das ist super traurig für dich, aber man kann daran nichts ändern. Man kann wirklich daran nichts ändern. Ich bin ja nicht böse oder so. Mhm. Du bist einfach jetzt nur traurig, ne? Und das ist ja auch normal. Wäre jeder von uns, wäre sehr traurig. Ist nur die Frage, wie das jetzt so weitergehen soll. Hast du da eine Überlegung schon? Das haben wir heute Abend noch halb geklärt. Bitte? Das haben wir heute Abend noch so halb geklärt. Und, wie wird es weitergehen? Also er hat mich nach wie vor gehört und er möchte auch weiterhin mit mir halt eben auch befreundet bleiben und halt das alles. Und jetzt muss ich mich halt entscheiden. Mhm. Also so auf der Basis von Freundschaft. Ich mag ihn ja auch sehr gerne. Ja. Ich glaube, ich würde... Es ist so schwierig, wenn man jemanden so lieb hat, dann nur in Anführungszeichen Freund zu sein, weil man dann immer so daran erinnert wird. Und das ist jetzt die Frage, das musst du dir gut überlegen, ob du das aushältst.
Ne, weil du ja eigentlich andere Bedürfnisse hast. Und wenn du dich mit ihm immer wieder triffst und eigentlich ihn liebst, musst du ja immer deine Bedürfnisse runterschrauben. Das heißt, du musst es wirklich für dich entscheiden, ob du dir das antun willst. Oder ob du vielleicht sagst, wir machen mal eine Pause, dass wir uns mal ein paar Monate nicht sehen, damit ich mich, Julia, ein bisschen mal beruhige innerlich, so emotional. Musst du sehen, wie du damit zurechtkommst. Ich finde das immer gut, wenn man erstmal ein bisschen zurückgeht. Weil einem das so weh tut, wenn man mit dem Menschen dann zusammen ist, den man eigentlich lieb hat. Und der liebt einen nicht. Mhm. Aber weißt du, was ich auch sehr, sehr, sehr gerne möchte, Julia? Dass du wegen dieser Vergewaltigung mit meinem Psychologen jetzt noch redest. Finde ich sehr wichtig. Mhm. Und vielleicht sogar solltet ihr gleich mal gemeinsam überlegen, ob du nicht mal ein paar Stunden zu einem Psychologen oder einer Psychologin gehen solltest. Damit du... Bitte? Das stimmt doch nicht, oder? Ach guck mal, du hast da hier auch angerufen bei mir. Ja. Wir haben darüber geredet. Und allein das Reden ist schon mal ganz gut darüber. Und wenn du dann mit so jemandem zusammen bist, der sich gut auskennt, der kann, so ein Psychologe kann einem schon helfen, über so schlimme Dinge ein bisschen hinwegzukommen. Weil so denkst du, bist du ganz alleine damit, mit dir und denkst immer wieder das und bist traurig und drehst dich quasi immer im Kreis. Also ich finde schon, dass sowas was bringt. Zumindest sollte man es ausprobieren. Wenn es dann nichts bringt, kann man sagen, ich habe es zumindest versucht. Hm? Ich gebe mir das selber die Schuld. Aber Julia, das ist doch völliger Unsinn. Wieso denn? Er war besoffen und ist ganz massiv zudringlich zu dir geworden. Da bist du doch keine Schuld und du hast mehrfach gesagt, ich möchte es nicht. Er ist schuld. Vielleicht warst du nicht so weit gekommen. Nein. Er hat das Vertrauen missbraucht, was zwischen euch gewachsen war. Und er trägt die hundertprozentige Schuld. Liebe Julia, du legst jetzt bitte mal auf und der Johannes, das ist mein Psychologe, das ist ein ganz netter junger Mann, der ruft dich jetzt gleich an und ganz, ganz professioneller Mann und dann unterhaltet ihr euch noch, okay? Okay. Alles Liebe und alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 1.38 Uhr und 14 Sekunden, kleine Pause. Auf die Sekunde genau ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt ein Ausblick auf Donnerstag. Donnerstag haben wir auch ein Thema und das ist ein Wunschthema. Ein Wunschthema der Domian-Fans bei www.nachtlager.de. Dort konntet ihr, die Domian-Fans, auf www.nachtlager.de euch ein Thema wünschen. Und ihr habt euch ein Thema gewünscht, was wir schon mal hatten, dass wir das nochmal wiederholen. Oder nochmal anbieten, das Thema. Und das Thema heißt der Tag X. Also diese Woche Donnerstag heißt das Thema der Tag X. Und das ist ein Wunschthema der Domian-Fans bei www.nachtlager.de. Morgen heißt unser Thema Sexfalle. So, Rüdiger ist jetzt da. Und Rüdiger ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen, der Rüdiger hier. Der Rüdiger ist da. Grüße dich. Dein ja, Thema. Ich grüße dich auch. Immer, du hast da gerade jemanden gehabt, der da eine unheimliche Phobie vom Zahnarzt hatte. So war es, ja. Diesem Mann möchte ich Mut zusprechen. Leg mal los. Und zwar hatte ich ungefähr das gleiche Thema wie er. Ja. Nur ich war im Gegensatz zu ihm ungefähr so 30, 35 Jahre nicht beim Zahnarzt. Du bist jetzt 48, also ja. Warst du als Kind das letzte Mal beim Zahnarzt? Beim Schulzahnarzt. Ja, und da bin ich dann von dem zweimal behandelt worden. Ja. Bin da die Wände rauf und runter gegangen, bin auch aus dem Stuhl abgehauen und habe dann damals zu meiner Mutter gesagt, zum Zahnarzt gehe ich nie wieder. Lieber sterb ich. Bei uns kamen die Schulzahnärzte früher mit so weißen großen Lastwagen.
Das waren so große Autos waren das, so wie so Busse. Und da mussten wir rein, das war furchtbar, war das. Richtig, genau so war das auch. Ja. Dann hatte der mich eingeladen zu sich in der Praxis. Ah so, ah ja. Und dann bin ich da hingegangen und dann, wie gesagt, da hat er mich behandelt, da war die Betäubung noch gar nicht richtig da und gar nichts. Und dann bin ich die Wände da rauf und runter und dann habe ich gesagt, nach zweimal, ich sage, da gehe ich nie wieder hin. Mein Leben gehe ich nie wieder zum Zahnarzt. Na jedenfalls ging er dann so weit, dass quasi hinten drin mehr oder weniger alles schwarz und alles abgebrochen war und alles kaputt war. Und irgendwann habe ich da mein Brötchen gebissen und da ist mir vorne von den Schneidezähnen eine abgebrochen. Das ist nicht so schick. Ja, und dann habe ich im Spiegel geguckt und dann konnte ich da nicht mehr sehen. Mhm. Und dann habe ich mich so schlau gemacht, welche Zahnärzte denn hier in meiner Ecke so gut waren oder nicht gut waren. Mhm. Und dann habe ich also wirklich allen Mut zusammengenommen, habe meine Frau noch mitgenommen, bin zum Zahnarzt hin und der fragte mich dann, ich habe mit zu dem Mund in dem Sessel gelegen, und er fragte mich dann, was denn los wäre, ob ich denn Schmerzen hätte. Ich sage, ja, was ist denn so, jemand zu reparieren? Ich sag, dann habe ich einmal kurz den Mund aufgemacht, also alles klar, sagt er. Und da bin ich dann wirklich so aufgemuntert worden von dem Arzt, der sagte gar nicht erst, mach mal auf, lass mal gucken, der hat erstmal mit mir geredet. Ja. Und dann hat er mich so dermaßen aufgemuntert und hat dann ja da reingeguckt und, sagt er, das sieht ja gar nicht so gut aus. Nicht rumgemaut oder rumgemeckert, warum warst du nicht mal gesagt oder sonst irgendwas. Da hast du aber wirklich Glück gehabt, ne? Das, was Paul gerade erzählt hat, war ja nun nicht so schön anzuhören von dem Zahnarzt, wo er war. Nee, der muss einen riesen Pech gehabt haben. Ja, jedenfalls hat er dann alles angeguckt und dann sagt er, das sieht da gar nicht so gut aus da drin. Dann hat er dann auch Röntgenaufnahme gemacht. Ja. Und sagte dann zu mir, ja, ich habe dann zu ihm gesagt, warum zählst du nicht das auf, was heil ist? Dann brauchst du nicht so viel aufzuzählen. Hm. Und jedenfalls haben wir dann uns über die ganze Sache nochmal unterhalten. Mhm. Und er sagte dann, er könnte das in der Praxis machen. Das wären aber dann 4 oder 5 Sitzungen, die wir dann da machen müssten, um das alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man so viele Jahre, 35 Jahre, sagt sogar 36 Jahre, nicht beim Zahnarzt war, dass genau wie bei Paul ganz viel faul ist und kaputt. Was musste denn gemacht werden, wenn er schon sagt, 4, 5 Sitzungen in der Praxis? Ja, da mussten mehr oder weniger alle Zähne, die schwarz und kaputt waren, alle raus. Wie viel waren das? Das war ja, war ich gerade dabei. Und wir haben dann uns weiter unterhalten und dann hat er mir gesagt, er hätte in einem Krankenhaus Belegbetten. Mhm. Und da würde er das unter Vollnarkose machen. Mhm. Und da war ich damit einverstanden. Mhm. Und da hat er das in dem Krankenhaus unter Vollnarkose gemacht und hat mir mit einem Mal 19 Zähne rausgezogen und hat gleichzeitig den Gaumen oben ein bisschen erweitert, weil ich wohl unter der Haut noch irgendwie eine Fistel oder so hatte. Mhm. Das hat er auch alles noch gleich wieder mit weggemacht. Dann hat er das Ganze wieder zusammengenäht. Hat mir, nachdem ich wieder wach geworden bin, direkt ein Provisorium reingesetzt, damit man da nichts von sehen konnte. Mhm. Und ich bin vom Krankenhaus nach Hause und habe hier zu Hause gelegen und habe immer auf Schmerzen gewartet, aber nichts war. Nichts war. Schmerzen, nichts. Da hast du Glück gehabt. Das war eine richtige OP dann, die du hinter dir hattest. Richtig. 19 Zähne auf einmal gezogen. 19 Stück auf einmal. Wann war das? Das war jetzt vor circa 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Und wenn du jetzt lachst, wie sieht dein Mund aus? Blendend. Blendend. Ja. Das heißt, du hast jetzt eine richtige Prothese oben und unten? Ich habe jetzt 2 Prothesen drin, oben und unten. Ja. Und bin da richtig, ja, komm da gut mit durch die Welt. Ja. Kann wieder lachen, ohne die Hand vor den Mund zu halten oder die Lippen runterzuziehen oder so. Das stelle ich mir lästig vor, wenn man jahrzehntelang nicht richtig lachen kann, ne? Ja, ich musste quasi wieder neu lernen zu lachen. Glaube ich, Einfach so frei wieder. Aber sag mal, kamen denn nicht doch nach ein paar Tagen dann Schmerzen? Ich kenne es so, wenn ich einen Zahn mal gezogen bekam, früher so Weisheitszähne, dass mir das schon tierisch wehtat danach. Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ja, die Weisheitszähne, alles und raus, alles weg. Dann hat er eine gute Schmerzbehandlung gemacht mit dir? Wahrscheinlich. Ja, wirklich. Wahrscheinlich. Ich habe ihn noch gefragt, ich sage, wann kommen jetzt die Schmerzen? Ja. Nö, sagt er, da kommen keine Schmerzen, das ist vorbei, das ist erledigt. Hast du dich nicht geärgert nach dem Motto, Mensch, wäre ich doch schon früher hingegangen? Aber mit Sicherheit. Ja, ne? Hättest du noch mehr von deinen eigenen Zähnen? Hätte ich gewusst, dass es solche Zahnärzte gibt, wie der, den ich da hatte, dann wäre ich mit Sicherheit eher hingegangen. Wie also jetzt zum Beispiel gehe ich jedes Jahr mindestens einmal dahin und lasse alles nachgucken, das, was ich noch habe. Muss man auch, ja. Absolut. Also so einen Zahnarzt wünschen wir dem Paul, ne? Ja. Genauso einen. Ich kann ihm die Adresse gerne sagen, wenn er dahin möchte. Ich weiß ja nicht, wo er wohnt. Ja, das ist eine gute Idee. Wir recherchieren das gleich mal im Hintergrund, ob er in der Nähe irgendwie wohnt. Dann könnte man das wirklich in der Tat machen. Ja, ist kein Problem. Gute Idee. Ja, aber also wirklich überhaupt keine Angst haben. Der wird von vornherein so ruhig behandelt. Ja. Und vor der OP kriegt er noch ein paar Beruhigungstabletten. Ja. Ich war auch rappelig. Ich habe gezittert wie Däubel. Ja, das glaube ich. Und dann im Krankenhaus, dann haben die mir da so, ich glaube 2 oder 3 so kleine Pilzchen gegeben. Ja. Die habe ich geschluckt. Ja.
Und danach haben die mich dann in eine OP reingeschoben. Und ich dachte, ja, macht mal. Da warst du schon weit weg, ne? Da habe ich schon nichts mehr damit zu tun gehabt, ne? Rüdiger, du machst den Menschen Mut, die Angst vom Zahnarzt haben. Ja. Schön, dass du angerufen hast und schön, dass du jetzt wieder ordentliche Zähne hast. Ja, ich kann wieder lachen. Das ist gut so. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Markus, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Markus. Ja, um was geht's? Um was geht's? Es geht um mich und meine Freundin. Was macht ihr beiden denn? Was machen wir? Wir haben momentan mit Begeisterung deine Sendung wieder gucken. Aha. Und ja, aber mein Thema ist etwas ernster. Meine Freundin und ich sind seit September 2000 zusammen und seit circa 9 Monaten streiten wir uns des Öfteren. Und da ich ein, sag mal, sehr aggressiver Mensch bin, sehr leicht unter die Decke gehe, also auch nicht weiß, wohin mit meinen Aggressionen und alles, lasse ich die Aggression immer bei den Streitereien raus. Und das ist... Wie lässt du die Aggressionen raus? Wie lasse ich die raus? Ich brülle sie an, ich schalte auf stur und damit kommt sie nicht klar. Weil... Wirst du auch gewalttätig? Nein, ich schlag sie nicht. Nein. Und das war beim letzten Streit so heftig, weil ich werde bei den Streitereien auch sehr verletzend. Also verbal sehr verletzend. Ja, ja, also ich verletze sie verbal. Und... Und ja, der Anlass sind immer Kleinigkeiten. Ja. Und da kommt all das raus, was du so an Aggressionen aufgebaut hast, von wo auch immer, und lässt es dann an deiner Freundin quasi aus. Ja. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Und das war beim letzten Streit so heftig, weil sie nicht mehr damit klarkommt, dass davon wird sie sehr depressiv. Oh, schweres Wort. Wie oft kommt das denn vor, dass ihr euch jetzt so zofft? Du sagst seit 8-9 Monaten, aber wie oft? Einmal in der Woche oder gar täglich? Ja, es kommt, ich sag mal, immer auf die Situation an. Ich muss da etwas weiter ausholen. Das Problem ist, wir beide sind ohne Arbeit, wohnen in einer, in einer sehr kleinen Wohnung und hängen wegen Geldmangels, sag ich mal, fast täglich 24 Stunden am Stück nur auf der Bude. Und euch auf der Pelle. Und uns auf der Pelle. Wir sitzen. Also, das hat zur Folge, dass das in letzter Zeit sehr, sehr oft vorkommt, vermutlich. Ja. Wie oft? Ich muss es mir vorstellen können. Einmal pro Tag? Na, nicht einmal pro Tag. Es kommt doch immer auf die Situation an. Das ist... Naja, aber einmal in der Woche schon. Ja, so einmal in der Woche. Und dann, wie gesagt, das war beim letzten Streit so ausgeartet, dass sie, weil sie nicht damit klarkommt mit meinen Aggressionen und so, das ist es dann so ausgeartet, dass sie zum Messer gegriffen hat und hat sich selbst verletzt, beziehungsweise aus dem Fenster springen wollte. Weil sie nicht damit klarkommt, dass ich so bin, wie ich bin, also so aggressiv. Ja. Also weil sie ganz, das ist natürlich auch eine Verzweiflungstat von ihr, weil sie sich nicht wehren kann, richtet sich ihre Verspannung gegen sich selbst, ne? Dass sie, was hat sie denn verletzt an sich mit dem Messer? Am Arm. Leichter an der, oben am Dekolleté, sag ich jetzt mal, oben. Also und zwei etwas tiefere Schnittwunden am Bein. Was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Habt ihr einen Hund? Nein, das... Was ist das? Nein, das war meine Freundin, die hatte gewusst. Achso, die hat gewusst. Ach, die Freundin ist jetzt auch da. Ja. Ja. Die hat sich etwas zurückgezogen, Und wie gesagt, und sie wollte, sie hat versucht, aus dem Fenster zu springen, aber du hast sie zurückgehalten oder hat sie Ich hab sie festgehalten. Aber das ist ja alles schon, es sind ja alles große Warnsignale, Markus, ne? Große Warnsignale. Du sagst, vor 8-9 Monaten hat es angefangen. Warum eigentlich gerade da, in der Zeit? Vielleicht, weil man sagt ja, zuerst ist man ja frisch verliebt. Man sagt ja so Beziehungsphasen gibt es ja immer so Stufen. Frisch verliebt, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, man schwebt auf Wolke 7 und dann kommt es halt so Standard rein. So eine Standardbeziehung. Und also es ist so abgekühlt, es gab aber keinen besonderen Vorfall damals, vor 8-9 Monaten. Oder bist du da arbeitslos geworden? Ja, ich
hatte mal zwischendurch Arbeit und hab dann wieder verloren. Ja. Also, was damals so Auslöser, also die Auslöser sind meistens, ich sag mal, Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Warum bist du denn so aggressiv? Hat das auch damit zu tun, dass du so unzufrieden bist mit deiner Situation, arbeitslos zu sein? Weiß ich nicht, warum das so ist. Ich hab eine Vermutung. Nämlich? Meine Mutter hatte damals mal zu mir gesagt, dass sie mir nicht die Liebe geben konnte, die ein Kind braucht. Mhm. Weil meine Mutter hatte, bevor ich geboren wurde, Stress in der Beziehung während der Schwangerschaft mit mir und danach. Also kann es sein, dass diese ganzen Emotionen, die jetzt aufbrechen, bei dir sehr, sehr verwurzelt sind bis tief in die Kindheit hinein. Das kann möglich sein. Und ist deine Freundin für mich kurz zu sprechen oder möchte sie nicht? Ja, klar. Einen Moment kurz. Dann gib sie mir mal bitte. Komm her. Ja. Ja. Grüß dich. Ja, hallo. Wie heißt du? Diana. Das klingt ja sehr ernst, was der Markus mir gerade erzählt hat, Diana. Ja. Und das hört sich so an, als könntest du gar nicht mit diesen Aggressionsattacken so umgehen von Markus. Nee, kann ich auch nicht, weil ich bin eigentlich ein Mensch, wenn ich Probleme habe, dass ich da halt nur mal rede. Mhm. Und er ist halt so, er geht direkt an der Decke und ich probiere es halt im Ruhigen. Mhm. Aber das kann ich mit ihm gar nicht, ne? Ich meine, das ist ja ein ganz schlimmes Zeichen, was er gerade erzählt hat, dass du dich selbst verletzt hast und sogar aus dem Fenster springen wolltest, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Ja. Ne? Mhm. Wie gesagt, normal bin ich eigentlich ein Typ, der sich nicht so leicht hängen lässt. Mhm. Aber im Moment, ich kann mit den Aggressionen einfach nicht umgehen. Liebst du den Markus noch? Ja. Ja, das schon. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, und das Problem ist, wenn wir uns streiten, dann sagt er auch direkt nicht, mach Schluss und so. Mhm. Und meine Meinung ist auch, dass er für unseren Streit die Verantwortung nicht übernimmt. Mhm. Er schreit mich an, erwartet aber, dass ich ja immer auf ihn zukomme und er stellt direkt auf stur. Mhm. Ohne dass ich jetzt vielleicht in dem Moment einen Fehler gemacht habe. Ja. Du bist auch arbeitslos, sagte er, ne? Ja. Bestünde bei euch die Möglichkeit, wahrscheinlich ist das finanziell alles ja sehr eng bei euch auch. Ja. Dennoch frage ich es mal, dass ihr getrennt voneinander wohnen könntet. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schwierig. Mhm. Weil wir haben so wenig Geld. Mhm. Wir kommen so gerade über die Runden. Weißt du, was ich glaube, was das Beste für euch wäre? Ja. So dieser Anruf hierhin ist ja vielleicht auch schon so eine kleine Richtung, die da darauf hindeutet. Ja. Das gibt es nur auch natürlich für Sozialhilfeempfänger oder für arbeitslose Menschen. Das bezahlen die Krankenkassen. Wenn ihr ein paar Mal, fünfmal, mal zu einer Beratung gehen würdet. Haben wir schon gemacht. Habt ihr schon gemacht? Wir haben da angerufen, nur wir können erst in 4 bis 5 Wochen dahin. Und ja. In 4 Wochen? 4, 5 Wochen dauert das ungefähr. Ja, gut, da muss man halt mal warten. Wir haben da angerufen und die haben gesagt, wir wären so voll, man müsste halt noch abwarten. Ja, ne? Aber immerhin, ihr habt das schon eingeleitet, finde ich. Ja, ja. Aber finde ich schon sehr gut. Denn ich glaube, das ist die allerbeste Möglichkeit, wenn jemand Drittes daneben sitzt, dass der euch quasi so ein bisschen ordnet. Ja. Und euch gegenseitig hilft, weil ihr habt euch dann gleich in Haaren, du kannst damit nicht umgehen und es blockiert sich alles. Ja. Ne? Und wenn eine neutrale Person dabei ist, kann das hilfreich sein. Ja. Muss auch nicht, kann, aber ist eine Chance. Dann würde ich jetzt nur an euch appellieren, dass ihr die 4 Wochen euch, so weit es irgendwie geht, am Riemen reißt. Ja. Das geht aber eher an Markus als an dich, weil er ist ja der Auslöser. Ja. Und wenn euch eure Liebe und eure Beziehung auch viel wert ist, dass ihr dann auf diese 4 Wochen hinarbeitet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Diana, gibst du mal kurz den Markus nochmal? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, hi Domian. Markus, ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr das macht mit dieser Paartherapie. Ich habe es gerade schon zu Diana gesagt. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, vielleicht ein bisschen Ordnung in eure verkrampften Verhältnisse zu bekommen. Nur musst du dich jetzt am Riemen reißen, die nächsten 4 Wochen vor diesem Termin, dass nicht nochmal schlimme Sachen passieren. Aber ich habe auch noch ein anderes Problem bei diesen Paarberatungsstellen. Mhm. Das sind ja auch hauptsächlich meiner Meinung nach, glaube ich, Psychologen. Ja, natürlich. Mhm. Und ich habe ein kleines Problem mit Psychologen. Inwiefern? Ich bin Opfer von sexuellem Missbrauch. Mhm. Meine Freundin auch. Aber bei mir ist das Problem, die Sache ist auch schon etwas länger her, das ist auch schon alles gewesen mit Gerichtsverhandlungen und so. Ich war damals beim Deutschen Kinderschutzbund und war da halt auch beim Psychologen. Nur ich habe halt die Meinung über Psychologen,
was bringt es mir, auf einer Seite dahin zu gehen? Markus, du kannst diese verallgemeinern. Es gibt, das sage ich immer wieder hier, es gibt solche und solche. Mhm. Also, nur wie es solche und solche Ärzte gibt. Da muss man halt suchen und auch erstmal die Hoffnung haben, dass man an jemanden Guten kommt und die Chance nutzen. Von vornherein zu sagen, Psychologen bringen nichts, ist Unsinn. Es gibt, wie gesagt, da Gute und Schlechte. Und nutzt jetzt diese Chance in 4 Wochen. Ich merke ja, dass bei euch da ganz, ganz viel im Argen ist, dass ihr da professionelle Hilfe bekommt. Ja? Ich würde sagen, verbleiben wir mal so. Ja. Und euch beiden von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Dann habe ich hier den Ronny, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ronny, jetzt haben wir nicht nur ganz viel Zeit, aber wir schaffen das schon. Ja, wollen wir es hoffen. Um was geht's? Dein Thema. Meinen momentanen Freund. Mhm. Und zwar geht's darum, er ist 16, wohnt noch zu Hause. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt im Dezember. Bin dann Ende Dezember mal zu ihm gefahren. Hatten da Mörderstress mit seinem Vater. Mhm. Und das hat sich eigentlich wieder gelegt. Nun war ich letzte Woche nochmal da. Und da hat der Vater uns dann halt samt seiner Mutter vor die Tür gesetzt. Und wo ist jetzt dein Freund? Der ist wieder zu Hause. Die Mutter ist gleich in der gleichen Nacht noch nach Hause gefahren wieder und er wollte eigentlich ausziehen, hat sich heute auch schon eine Wohnung angeguckt. Mhm. Und das wird halt vom Finanziellen her nichts. Und ja, jetzt bleibt er halt erstmal zu Hause und hat das auch schon offenbart zu Hause am Wochenende, dass er halt ausziehen möchte. Mhm. Und dann kamen dann halt so Sachen von dem Vater, wie dann verkauft er das Haus, das ist wohl irgendwie neu gebaut oder so, keine Ahnung. Und die Mutter will sich halt umbringen, sobald er auszieht. Und sie setzt ihn halt schon ziemlich unter Druck damit. Mhm. Und ja, der Vater findet das halt nicht gut, wenn ich dann in der Woche da bin vielleicht mal, einmal. Und wenn er am Wochenende hier ist, findet er es noch schlimmer. Also der Vater findet es nicht nur nicht gut, wenn du einmal in der Woche da bist, der will gar nicht, dass ihr beide Kontakt habt, oder wie? Am besten ja, weil er sagt, sobald er mich sieht oder sobald er weiß, dass ich da bin, hat er irgendwelche Horrorvisionen im Kopf. Mhm. Liegt das jetzt daran, dass ihr eine schwule Beziehung habt, oder liegt das an dir? Ja, also der Vater ist Ausländer, er versteht es nicht so ganz und hat halt wirklich seine Horrorvisionen. Mhm. Ich weiß nicht, was sich dann in seinem Kopf abspielt. Mhm. Und was halt so am Donnerstag, also er hasst mich abgrundtief, das weiß ich jetzt auch. Nur wollte er dann auf seine Frau losgehen und dann habe ich mich halt auch noch davor gestellt, habe schon damit gerechnet, dass ich noch eine geballert kriege, aber es war dann halt nicht so. Ist natürlich jetzt für dich eine ganz schwierige Situation, von deiner Seite aus etwas zu bewegen. Klar. Und im Prinzip sind dir ja die Hände gebunden. Er ist 16 Jahre alt. Gut, du machst unter rechtlichen Gesichtspunkten ist alles im grünen Bereich. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, ja, ja. Er könnte sich bemühen beim Jugendamt, dass er da irgendwo... Da hat er heute angerufen und hat da halt schon versucht, da irgendwas zu machen. Und die sagen halt, also, die sind da sehr, sehr konservativ und man soll es doch versuchen, etc. pp. Und wir haben uns halt heute tierisch darüber gestritten, weil ich von mir aus jetzt sage, ich fahre dort nicht mehr hin. Weil man sagt einmal zu mir, man mag mich nicht und dann fahre ich da nicht mehr hin. Ja, das würde ich auch so machen an deiner Stelle. Nach diesen Dramen, die da abgegangen sind, hast du da eigentlich erstmal gar nichts mehr zu suchen, ne, in dem Haus. Aber die Frage ist jetzt, wie verhält sich dein Freund und wie kann er es am allerbesten hinkriegen, sein Leben? Ne? Er leidet darunter. Ja, natürlich, die Mutter macht ja den Druck, dass sie sich umbringt. Der Vater sagt dieses und schwierige Situation, vor allen Dingen für dich, weil du letztendlich nichts tun kannst. Ja, das ist das Problem. Letztendlich kannst du nichts tun. Er wirft mir aber halt vor, auf der anderen Seite, ich soll ihm doch helfen, aber ich kann es halt nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite möchte ich es vielleicht auch teilweise gar nicht. Du möchtest es nicht? Nee. Warum weil nicht? Ich habe, sag mal so, ganz vielen Menschen geholfen schon in meinem Leben, aber wurde hinterher halt dann auch dafür verarscht, sag ich mal. Ja gut, das musst du natürlich jetzt für dich entscheiden, wie viel wert dir die Beziehung ist. Da musst du dich zurückziehen. Ja, wenn du dir für dich nicht mehr im Klaren bist, da wirklich ihn zu lieben und Hilfestellung zu leisten, kannst du auch nichts machen. Jetzt ist unsere Sendung leider zu Ende. Ja. Ich weiß auch nichts Konkreteres darauf zu sagen, Ronny. Tut mir leid. Mhm. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Günther Papperitz. Morgen heißt unser Thema Sexfalle, in der Sexfalle. Wer von euch ist oder war in einer Sexfalle? Ein Radio als Live wieder Fernsehen. Macht's gut, tschüss.